Jo Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Timeline und Alter, es laggt wieder, sorry dafür. Aber heute sind mal wieder absolut komische Umstände mit der Aufnahme hier vonstatten gegangen. Und deswegen muss ich auch gerade nochmal hier by the way das umstellen. Das habe ich ja eh immer, weil sich das nie speichert richtig, weil ich ja zwischendurch hier am Laptop zumindest immer eine andere Options.txt benutze. Beziehungsweise ich das gleiche Verzeichnis habe auch für die 1.17 oder generell neue Versionen. Ach ja, ich darf ja nicht drüber laufen. Und deswegen sich das dann immer verstellt mit den Options. Da muss ich dann immer mir eine andere Options-Datei hier wieder reinziehen in den Ordner. Da sind aber auch einige Einstellungen noch falsch, die müsste ich dann immer anpassen. Aber ja gut, das ist jetzt hier nicht weiter wichtig für die Folge. Jedenfalls spielen wir heute mit der 1.2.304 und ich wollte mal vorlesen, was dabei so neu ist. Also wir hatten vorher die 1.2.302, die 0.3 ist gar nicht rausgekommen, kam auch irgendwie einen Tag später schon. Also die 0.2 kam am 25.10.2010, nee 11. und die 0.4 am 26.11. und da ist dazugekommen, Spieler und Kreaturen verschwanden manchmal, wenn Spieler respawnten. Ach so, und der Bug wurde gefixt, okay. Und vorher war es so, das habe ich glaube auch noch nicht vorgelesen, ist auch nur ein Ding, wenn man im Mehrspielermodus stirbt und respawnt, ist man für andere Spieler unsichtbar. Also das wurde dann gefixt, ne? Hier waren generell immer nur Bugfixes in diesen kleinen Updates, also da gab es jetzt keine großen neuen Features oder so. Ja, und ich wollte mal ansprechen, ich hatte ja letzte Folge schon ein bisschen über diese Versionsverzeichnisse geredet und was ich da für Probleme hatte eventuell, und da wollte ich heute mal anknüpfen. Denn es geht mir jetzt ähnlich, ich habe jetzt mal wieder nicht wirklich es geschafft, hier Verbesserungen zu sorgen oder ähnliches. Ihr merkt auch schon, die Folge kommt wieder später, das heißt, ich habe die wieder mal nicht geschafft, eher aufzunehmen. Ja, ist alles verrückt in letzter Zeit. Jedenfalls, was will ich sagen? Ich hatte eigentlich heute gar nicht viel Zeit für die Aufnahme eingeplant. Also ich dachte, das geht jetzt hier relativ schnell und wollte das so dazwischen quetschen und habe jetzt gerade noch rechtzeitig angefangen aufzunehmen, bevor ich gleich noch eine Vorlesung habe. Ich hoffe mal, das geht alles klar hier, aber ich denke mal, das habe ich noch gut hingekriegt. Ja, und was wollte ich sagen? Also das Ding ist, ich habe mir jetzt eigentlich versucht, auf meinem Haupt-PC, ich bin nämlich gerade wieder eigentlich am PC, das Versionsverzeichnis zu updaten, ne? Oder beziehungsweise zu downloaden, denn der Inexact HD hat mir jetzt in der Zwischenzeit tatsächlich ein neues Versionsverzeichnis zukommen lassen und da habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich das in Zukunft und guck da mal rein. Allerdings hat das im Gegensatz zu dem alten, das hatte irgendwie nur 30 MB oder 40, das hier hat aber 1,5 GB, ja, warum auch immer, keine Ahnung. Warum das so extrem ist, also vielleicht so 100, 200 Megabyte wären ja noch okay, aber gleich 1,5 Gigabyte, das verstehe ich halt gar nicht. Und ich weiß auch nicht, was da alles für Versionen drin sind oder was auch immer. Aber ja, das downloade ich mir gerade auf dem anderen Rechner, das dauert halt ewig, das ist jetzt noch am Laden, ist immer noch nicht fertig, also das hätte ich jetzt vor der Folge gar nicht mehr geschafft runterzuladen. Deswegen dachte ich mir, okay, nehmen wir eben wieder ganz normal die 1.2.304, dazwischen gab es ja eh keine Version, also da kann ich erstmal nichts falsch machen. Genau, also heute käme das eh noch nicht zum Tragen, das wäre erst nur der Fall, wenn ich zum Beispiel in Folge 60 bin, habe ich mir überlegt, dass ich ein paar Versionen spiele oder eine Version zumindest erstmal, die ich ausgelassen hatte, die vorher in dem alten Verzeichnis noch nicht drin war und die jetzt eben dazugekommen ist, weil die in der Zwischenzeit gefunden wurde. Es ist ja so, dass immer mal solche alten Versionen wieder gefunden werden und ja, die würde ich dann eben entsprechend auch hier zeigen in einer Special-Folge und da bietet sich die 60. zum Beispiel an, als runde Folge so, ne? Und ja, was wollte ich noch sagen dazu? Also, da hatte ich halt das jetzt eigentlich vor, am PC ganz normal aufzunehmen, diese 1.2.304, die Version habe ich da ja auch, die gibt es ja auch ganz normal im Launcher. Ich hoffe, das ist auch die, die mit der übereinstimmt aus dem Versionsverzeichnis, also aus beiden, die werden wahrscheinlich in beiden Verzeichnissen gleich sein. Ich denke aber mal, dass die übereinstimmt mit dem Launcher. Es gab da ja nur bei manchen Versionen mal solche Bugs oder so. Zum Beispiel die in einem Verzeichnis ist die 1.2.305 bezeichnet, aber das ist in Wirklichkeit die 1.2.4 von der Alpha. Also da werde ich dann auch drauf achten, beziehungsweise ja, sehen wir dann oben links, ne? Und ja, dann habe ich eben gedacht, naja, nehme ich heute ganz normal im Rechner auf, aber da habe ich die Welt nicht, weil ich ja letztes Mal auch schon hier am Laptop aufgenommen habe. So, und deswegen musste ich jetzt hier am Laptop aufnehmen, ne? Wieder relativ umständlich, obwohl ich das auch ganz normal hätte am Rechner machen können und wollen vor allem. Und das nervt mich halt extrem.
weil ich jetzt wieder hier natürlich auch FPS-Einbrüche hatte, am Anfang zumindest, jetzt geht's ja mittlerweile zum Glück. Und solche Sachen ist natürlich dann nicht so geil, aber naja, ist halt organisatorisch immer schwer, wenn man dann die Welt jetzt noch rüberziehen muss. Also das hätte ich halt auch nicht mehr geschafft, weil das ewig dauert, haben wir ja letztes Mal gesehen, da hat das ja während der Folge irgendwie 10 Minuten auf jeden Fall gebraucht, vorher dann auch nochmal 10 oder danach oder wie auch immer. Also man braucht halt 20 Minuten, um das Zeug rüberzuziehen, und die Zeit hatte ich natürlich jetzt auch nicht mehr, ja. Ich schaffe das einfach so alles nicht, immer dieses Hin und Her und was weiß ich, mit diesen komischen Alpha-Welten und 1000 Millionen Dateien in der Weltdatei, da kannst du einfach nicht hier das einmal eben rüberziehen. Das geht halt in einer neueren Version viel, viel besser, in den Beta-Welten, die kann ich easy rüberziehen, weil das nicht so viele Dateien sind. Aber diese scheiß Alpha-Welten, ne, die sind so umständlich und so kompliziert, das ist echt schlimm. Also, wer sich das damals ausgedacht hat, das wäre eine gute Idee. Vor allem, die sind ja auch so schnell, so übertrieben geworden von der Dateianzahl her. Also, das ist ja echt nicht mehr lustig, ne. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber, ja, ich kann es eben jetzt auch nicht ändern. Ich muss irgendwie damit leben. Und solange wir hier in der Alpha sind und solchen Versionen, wird es weiterhin der Fall sein. Naja, ich hoffe nur, dass ich damit dann auch in Zukunft klarkommen werde. So, ich glaube, ich baue hier einfach nochmal eine Schicht drauf. Das wäre eine Idee. Ja, jetzt habe ich wieder mal kein Glas. Ich hoffe, ich habe noch welches gebrannt. Ja, ich gucke mal, by the way, wie viel ich hier schon aufgenommen habe. Ah, 6 Minuten, okay. Gut, dann gehen wir mal kurz zurück und ich mache das noch. Aber es ist gut schon mal, dass wir hier die ganze Zeit Tag haben. Ich dachte eigentlich, dass es eher mal Nacht wird, aber bin ich eigentlich ganz zufrieden mit, ne? Solange man da Alpha Tag hat, ist ja immer eigentlich eine Wohltat. Und oh, jetzt ist der Stack genau fertig. Perfekt. Ja. Also das ist halt auch so ein Ding, dass man hier keine Betten hat. Das nervt mich mit am meisten in der Version. Aber das können wir gerade noch so aushalten. Man kann ja dann immer ein bisschen gucken, was man macht. Vielleicht baue ich ja auch mal so eine Art Keller. Ich glaube, ich hatte ja eh vor, sowas zu machen. Den hatte ich ja schon mal angefangen, aber nie wirklich weitergemacht. Naja, werde ich mir mal überlegen. So, was wollte ich noch sagen? Ich weiß gar nicht. Also, sonst gibt's erstmal nichts. Es ist halt alles hier extrem umständlich, weswegen ich ja am Laptop aufnehmen muss, obwohl ich gerade am PC bin. Also, das nervt mich halt extrem, ne? Aber ich schaff's halt einfach nicht. Ich wollte jetzt die Folge hier erstmal schaffen, damit ich die dann rendern kann und hochladen und nicht noch irgendwie mehr Zeit dafür Verbrauch im Endeffekt, ja. Okay. Ja, soll ich das hier so abrunden, dass da mal so ein Block ausgelassen wird? Das geht eigentlich, ne? Und hier hinten, die Blöcke kommen eh wieder weg, die gefallen mir nicht. Also, da habe ich mich schon gegen entschieden. Warte, dann bauen wir mal von hier. Ah, shit, jetzt trampe ich wieder auf dem Feld rum, oder? Also, jetzt gerade nicht, aber gerade eben. Nee, hat sogar geklappt, okay. Ja, nicht schlecht. So. Aber mich nervt halt, dass man da immer mit Schiff drüber muss. Jetzt hätten sie sich auch mal anders überlegen können. Auch für damalige Verhältnisse. Das muss ja einfach nicht sein. Aber gut, wir haben ja zumindest das ein oder andere Weizen. Ich kann mir ja auch noch hier in der Welt mal etwas mehr holen, ne? Dass wir hier mal alles Mögliche behaken. Man kriegt da sogar relativ oft was raus, wie ich sehe. Also warum nicht? Oh, nice. Genau. Da machen wir das noch ein bisschen. Und das pflanze ich dann gleich direkt alles an. Diese Teile gehen ja auch dann wieder weg. Ich darf nur nicht zu viel hier hinsetzen an diesen Blöcken oder von diesen Farmlands. Ihr wisst schon, was ich meine. Denn sonst geht das dann auch nicht mehr weg, beziehungsweise braucht das Gras ewig, bis es drüber gewachsen ist. So, na, ich mach mal hier irgendwie so ein Bild. Ist halt jetzt nicht so geil, denke ich mal, aber besser als nichts, ne? Würde ich mal sagen. Okay, ja, dann so. Ich muss eh noch die Thumbnails für die ganzen letzten Folgen machen. Das wird auch noch gleich eine Aufgabe. Aber gut, ich hoffe mal, ich kriege das alles so hin, dass die Folge noch relativ pünktlich irgendwann kommt und ihr dann nächste Woche hoffentlich wieder eine Aufnahmesession kriegt, also eine ganz normale Folge oder so, und dann alles mal wieder seinen Gang läuft, dass ich mal wieder ein bisschen was im Voraus habe. Ich meine, letztes Mal hier, als ich aufgenommen hatte, hatte ich auch ein paar Folgen mehr gemacht, das war schon mal ganz gut, aber das will ich natürlich auch weiterhin so festhalten oder beibehalten können. Und das macht sich eben in letzter Zeit nicht so leicht. Ich weiß auch nicht, ich krieg's einfach nicht mehr hin, mal sofort zu produzieren. Das merkt man auch in Sims, da habe ich es auch wieder angesprochen. Und hier eben genau dasselbe. Ja, ist einfach blöd. Auch in Beta vor allem. Stimmt, da hatte ich es angesprochen, ne? In Sims glaube nicht so sehr, aber nur so ein bisschen daneben bei. Ach so, ja, die Seeds wollte ich noch setzen.
Ja gut, komm, das machen wir nächste Folge. Ich logge mich jetzt ja erstmal aus. Also danke fürs Zusehen. Mal sehen, was wir hier generell so machen im Projekt. Ich weiß es noch nicht genau. Also ich werde dann demnächst wahrscheinlich auch wieder öfter auf die ganzen Features eingehen, die sich geändert haben, was ich eine Zeit lang ein bisschen vernachlässigt hatte. Aber gut, das kriegen wir schon alles wieder hin. Und generell mal gucken, wie das hier einfach in den nächsten Wochen und Monaten seinen Lauf nimmt, ne? Dass wir das Projekt auch irgendwann mal ordentlich abschließen können und so. Aber erstmal bin ich gespannt, auch wie die Special-Folge dann wird in 2 Folgen, was ich ja jetzt angekündigt hatte. Ne, in 3 Folgen. Also das wird auch nochmal interessant. Okay, ja, dann ciao jetzt.